Hallo Leute, ich habe heute mal wieder jemanden ganz Besonderes mitgebracht und zwar ist es diesmal die Kisu. Ein bisschen enthusiastischer hier. Hey! Ihr wisst sicherlich noch, dass Kisu schon mal mit mir ein Video gefilmt hat und zwar haben wir da meine Abendroutine gefilmt und falls ihr das jetzt nicht schon selber gedacht habt oder im Titel gelesen habt, werden wir heute das Gegenstück filmen. Aber nicht ganz normal, sondern wir verbinden die mit der Lot... Nee. Denn wir verbinden sie mit der Not My Legs Challenge und zwar wird Kisu meine Beine spielen und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Also würde ich sagen, los geht's! Woo! Morgen Leute, ihr seid ja auch schon da. Willkommen zu meiner Morgenroutine. Los geht's! Wenn ich morgens aufwache, kommt es erstmal darauf an, dass ich mich ausgiebig stretche, denn das ist ganz wichtig, um seinen Tag richtig zu starten. Deswegen nehme ich ein bisschen meine Beine, strecke die so ein bisschen immer und versuche erstmal meine Beine ein bisschen zu strecken. Das mache ich natürlich auch mit meinen Armen. Manchmal nehme ich dann auch gleich beide Beine und hau die mir hinter den Kopf und dann... Oh. Dann tut das manchmal auch weh, aber das ist natürlich auch wichtig im Leben. Manchmal tut es halt ein bisschen weh, wenn man sich stretcht. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal fit für den Tag und kann richtig starten. Also würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Schritt und zwar... Ich habe vergessen, was ich danach mache, scheiße. Nein, ich habe vergessen, was ich machen soll. So, jetzt bin ich hier endlich mal bei meinem Kleiderschrank angekommen, beziehungsweise ich habe nicht so einen richtigen Kleiderschrank, sondern nur so einen Barhocker, wo ich meine ganzen Klamotten drauf lagere. Und deswegen nehme ich jetzt einfach meine Füße, weil ich bin viel zu faul, meine Hände zu benutzen, das wäre ja voll langweilig. Und hole mir dann meine ganzen Klamotten, die ich so am Tag anziehen will, einfach runter. Genau. Und okay, jetzt habe ich gleich alle mit einmal runtergeholt. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach so ein bisschen von meinen Klamotten, genau, und probiere die mal an. Und die Jacke, die finde ich ganz toll. Die wollte ich schon immer mal anziehen, die ist ganz neu jetzt. Ja, die passt super. Und, jetzt nehme ich mir meine ganzen anderen Klamotten und ziehe die mir noch so ein bisschen über. Schon bin ich angezogen und schon bin ich ready für den Tag. Manchmal stoße ich mir dabei ein bisschen meinen Fuß an diesem Ding hier. Das ist nämlich ganz schön hart. Meine Füße sind noch zu vielen anderen Dingen gebrauchbar und deswegen zeige ich euch, was ich jetzt mit meinen Füßen so anstelle. So Leute, und schon sind wir in meiner Küche angelangt, wo ich natürlich jeden Morgen mein gesundes Frühstück zubereite. Zwei Hände, das ist ja gar nichts. Aber zwei Hände und zwei Füße, das ist das neue... Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier erstmal meine Schüssel, denn wir wollen uns heute ein gesundes Müsli zubereiten. Meine Schüssel lasse ich jetzt von meinen beiden Füßen halten. Ordentlich, bitte, Füße. Manchmal hören die Füße einfach nicht, das ist total anstrengend. Okay, so, und jetzt... Ich habe mir überlegt, ich tape einfach meine Schüssel an die Füße. Okay, und jetzt tape ich... Oh, nein! Ah! Und jetzt tape ich einfach mit einem bisschen Klebeband die Schüssel an meine Füße dran. Deswegen nehme ich jetzt meine leckeren Cornflakes. So lasse ich die jetzt. Jetzt schütte ich meine Cornflakes hier rein. Und jetzt kommt natürlich der wichtigste Schritt und zwar die leckere Milch. Und die nehme ich jetzt einfach auch noch dazu und muss aber die Schüssel gerade halten. Jetzt ist die Milch drin, ne? Aber gleich ist sie nicht mehr drin, wenn die Füße noch schräger hält. Und jetzt kann ich auch schon meine... So, und jetzt löffel ich meine leckeren Cornflakes hier raus. Super lecker. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich morgens so mein Frühstück esse. Aber ich habe auch noch einen ganz anderen Plan, wie ich das manchmal auch mache. Und den zeige ich euch jetzt auch mal. Jetzt wird es richtig anstrengend. Deswegen fangen wir erstmal an mit meinem Löffel. Der kommt jetzt nicht an meine Finger, sondern an meinen Fuß. Jetzt habe ich meinen Finger eingeklebt. Okay, jetzt haben wir unseren Löffel dran. Und erstmal noch ein bisschen klatschen. Das ist natürlich auch wichtig. Und deswegen nehme ich jetzt meinen einen Fuß, den anderen, da ist der Löffel dran, und tauche ihn in das Müsli ein. Genau, jetzt und raus. Und jetzt in den Mund führen. Oh! Au! Oh, ich hab mir falsch auch geschneckt. Und weil ich jetzt immer noch Hunger habe, nehme ich jetzt einfach noch einen Löffel. Und jetzt geht's auch schon zum nächsten Schritt meiner Morgenroutine. Bis gleich! So, jetzt bin ich gestärkt. So Leute, jetzt bin ich gestärkt für den Tag mit meinem gesunden Müsli. Und das heißt, ich tobe mich jetzt so richtig aus und dance ein bisschen ab zu der coolsten Musik, die ich so auf meinem Laptop habe. Also würde ich sagen, los geht's! Oh!
Ich bin endlich fertig mit meinen ausgiebigen Tanzeinlagen und jetzt bin ich ganz schön fertig, das könnt ihr mir glauben. Deswegen erzähle ich euch jetzt einfach mal eine kleine Geschichte und ich würde sagen, los geht's. Ich laufe letztens so einen Weg ganz normal lang, freue mich so ein bisschen und auf einmal gehe ich so um die Ecke und denke so, oh mein Gott, was ist da? Und zwar war das ein Entführer, der hat sein Opfer gerade versucht zu fesseln. Ich bin ganz schnell wieder um die Ecke drum rum und dachte so, okay, scheiße, du guckst jetzt erstmal ganz in Ruhe, was da los ist. Scheiße, ich muss das Opfer irgendwie retten. Also tippe ich ganz, ganz vorsichtig um die Ecke drum rum. Auf einmal sieht er mich und ich denke so, scheiße. Und ich renne wie bekloppt zu diesem Verbrecher hin und versuche das Opfer zu retten. Und auf einmal stehe ich genau vor ihm. Und jetzt baue ich mich ganz groß vor ihm auf. Und stehe natürlich dabei. Jetzt stehe ich vor diesem Verbrecher und der will mich gerade töten. Und auf einmal packe ich meine Karate-Skills aus und ich mache... Dann auf einmal ganz schnell... Und auf einmal liegt dieser Verbrecher tot am Boden und ich denke so... Yes, ich habe mein Opfer gerettet und mein Opfer steht da und jubelt und macht... Woo! Yes, ich bin befreit, die haben mich gerettet. Und dann habe ich noch ein bisschen mit meinem Fuß gekuschelt und ja, das war schon meine Geschichte. Aber natürlich ist das Wichtigste am Morgen das Zähneputzen und das mache ich jetzt. Aber ihr denkt wohl, ich benutze einfach meine Hände zum Zähneputzen. Falsch gedacht. Und deswegen nehme ich einfach meine Zahnbürste jetzt. Und ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, ich tape sie an meinem Fuß fest. Und jetzt mache ich meine Zahnpasta. Okay, der Fuß darf sich nicht so krass bewegen. Und schon geht's los mit dem Zähneputzen. Ah, du hast es mir schon wieder voll ins Auge geschmiert. Genau, jetzt und gleich schrubben. Oh. So, jetzt oben runter. Oh, sehr gut. So mache ich das schön. Genau, so werden die Zähne richtig sauber. Und ja, Leute, das war's auch schon wieder mit meiner Morgenroutine. Oh. Ja, Leute, so oder so ähnlich sieht dann auch wirklich mein Morgen aus. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr es auch lustig fandet, dann gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei Kisu vorbeizugucken, denn da haben wir ein richtig crazy Video gefilmt, wo wir asiatische Lebensmittel getestet haben. Und Kisu, ja, ist Asiatin übrigens. Den Link zum Video findet ihr unten in der Beschreibung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und vergesst nicht, Kisus Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von ihr sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.